Was geht ab? Wir haben Sonntag, den 18.08.2024. Uhrzeit ist vollkommen in Ordnung und mein YouTube-Kanal WannaTV hat 2055 Abonnenten. Ja, jetzt, wo wir hier wieder so richtig, und wenn ich sage richtig, dann meine ich richtig, ja, reinkommen in diesem YouTube-Game mit WannaTV, ja, fängt es auch hier an zu laufen. Ja, 2055 Abonnenten, das sind mehr, 5 mehr als die letzten, also in den letzten Tagen 5 mehr, das ist mehr als in den letzten 2 Jahren. Die Leute merken es, die merken es, was hier passiert, ja. Und Klicks haben wir auch wunderbar ganz viele, ja. Eintracht Frankfurt, natürlich reden wir jetzt über Eintracht Frankfurt, weil wir fangen ja morgen quasi offiziell unsere Saison an, nicht in der Liga, aber DFB-Pokal. Eins vorweg, es gibt mal wieder ein Burner TV Bundesliga Tippspiel, ja, bei Kicktipp. Link seht ihr unter dem Video hier unten. Meldet euch alle an. Ich weiß, in den letzten Jahren, ja, früher war das mal ein Hit. In den letzten Jahren habe ich das aus persönlichen Gründen irgendwie schleifen lassen müssen, weil vieles los war. Das wird bestimmt hier nochmal zur Sprache kommen. Warum, weshalb, wieso. Aber diese Saison wird anders, liebe Leute. Diese Saison wird anders. Der rechtmäßige König von YouTube und Haupteigentümer dieses Kanales hier wird die komplette Saison mit euch mittippen und ich werde euch alle in den Schatten stellen. Auch die EM. Auch die EM. Ja? Hätte ich nicht diese Bonuspunkte eingesetzt, oh, was war das? El Babu oder El Chapo oder wer hat da gewonnen am Ende? Ja? Nur durch die Bonuspunkte, sonst wäre ich Erster geworden, verdammt. Ja? Egal, Kicktipp macht Spaß, macht Freude. Wir haben eh die beste Community hier. Es macht Spaß, meldet euch an, es wird toll. So, Eintracht Frankfurt gegen Braunschweig. Ja? Jetzt eben gerade kam raus, Arthur Theater wurde verpflichtet und zwar wie phänomenal ausgeliehen mit Kaufoption, ja, no risk game, ja, da muss man doch wirklich mal wieder sagen, Krösche à la Bonheur, ganz toll gemacht, ja, weil wenn man überzeugt ist und dann mal 14-15, das wurde ein bisschen runtergeschraubt, die Ablösesumme, 14-15 Millionen dann auf den Tisch legt für den Wunschspieler, Wunschverteidiger, was auch immer. Okay, kann man mal machen, ist da irgendwo dann schon ein bisschen Risiko, ja. Aber ein Jahr ausleihen für, ich nehme mal an, niedrigen Millionenbereich, ja, so völlig vertretbar, ist eine Top-Sache. Du machst dir ein Bild und wenn du überzeugt bist, ja, so wie ich schon in der Vergangenheit war, überzeugt von Hinteregger, überzeugt von noch Verteidiger ausgeliehen, wo ich gerade nicht im Bilde bin, egal, von anderen Spielern, ja, sagst du, geil, okay, machen wir, ja, Kitty Cat zum Beispiel, letztes Beispiel, ja, ist doch perfekt, du leistest aus für ein Jahr, am Ende sagst du, scheiße, da hat keinen Fuß auf den Platz bekommen, nee, danke, viel Spaß wieder zurück, ja, nein, völlig risikolos das Ganze, mit Kaufoption, wunderbar, sehr, sehr toll verhandelt, ich bin sehr froh, dass er da ist und ich bin, sehr guter Dinge, dass er uns weiterhelfen wird. Fest steht, dass er morgen nicht mitspielen wird gegen Braunschweig. Und das ist natürlich schon sehr schade. Ich muss wirklich zugeben, ich gebe zu, jetzt ist es halt so um die Mittagszeit, aber schon so die letzten 1-2 Stunden habe ich mir überlegt, boah, wie würde ich spielen lassen? Ja, ich habe mir dann bei Transfermarkt, also hier, der Schweizer vor uns, am Ende bist du das, ja, vor mir fährt ein Schweizer, der ist hier nicht ganz so eins mit der Straße, sagen wir es mal so, ja, es ist, der wäre bestimmt keiner für Fast and Furious, ja, so, warum gibt es eigentlich nicht so eine Serie, die heißt Knast and Furious, das wäre richtig geil, Knast and Furious, so, nichtsdestotrotz, morgen Braunschweig, wollte ich noch irgendwas sagen gerade? Egal, ich bin ein bisschen, ich bin dieser Schweizer, der gerade vor mir so Kunststückchen im Auto gemacht hat auf der Autobahn, ja, er hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber das macht absolut nichts, ja. Das Spiel morgen gegen Braunschweig, ja, fangen wir einfach mal so an, wird heftig, ja, denn Braunschweig wird alles geben, so wie es unterklassige Mannschaften immer tun, da können auch sechste Liga-Mannschaften über sich hinauswachsen mit dem Ziel, nur 5:0 zu verlieren und das ist für die ein Erfolg. Ja. Die machen dann das Spiel ihres Lebens. Ja. Und so ist es sehr, sehr häufig bei unterklassigen Gegnern. Und ich denke mir, beim Derby der Eintracht-Mannschaft morgen wird das nicht anders der Fall sein. Ja. Und da könnte man sich als Eintracht-Anhänger schon ein, so ein bisschen
Sorgen machen. Ja, natürlich nicht ich, weil ich bin überzeugt von meiner Eintracht, ja. Aber nichtsdestotrotz war so der Einsatz, der unbändige Siegeswille, ja, dieses Siegergehen, dieses ich gewinne ein Spiel, einfach weil ich es gewinnen muss, war in der letzten Saison nicht häufig vorhanden, ja. Und auch die Auftritte, das Leben war nicht da, die Seele war nicht da, es war blutleer und tot und Beamtenfußball über weite Strecken der Saison, ja, nicht immer, manchmal habe ich mir auch gedacht, boah, okay, es muss ja Glück sein, also Einsatz, also weil Siegeswille ist ja nicht da in der Mannschaft, gefühlt über weite Strecken der Saison, es muss ja Glück gewesen sein, ja, dann dachte ich mir, geil, glücklich manche Spiele gewonnen, was habe ich da, gegen Gladbach habe ich, glaube ich, im Kopf, wo wir in der letzten Minute oder zwei Minuten zwei Tore gemacht haben, ein Spiel gedreht haben, war gut, ja, aber nichtsdestotrotz, ja, Braunschweig wird natürlich alles geben. Werden richtig auf die Tube drücken. Und Eintracht muss dagegen halten. Und Eintracht muss das Spiel gewinnen. Ja? Ich will morgen auch keine Experimente sehen. Ja? Weil dafür war die Vorbereitung gut. Ja? Und man kann sagen, das ist nur Braunschweig. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wo Braunschweig gerade spielt. Sind die abgestiegen, zweite Liga? Die waren doch mal unten oder so. Oder sind die jetzt? Zweite Liga, dritte Liga ist mir auch egal, weil für mich steht einfach nur ein Pflichtspielsieg auf dem Programm. Wie ist mir egal? Für mich ist nur, also kommt nur eins in die Tüte, die nächste Runde. Ob wir das, wie wir das erreichen, ist mir völlig egal, ja. Was ich aber erwarte, ist ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel von Braunschweig. Und Eintracht muss dagegen halten, ja, wie das hier klingt. Wir reden ja von Eintracht Frankfurt, Euroleague-Sieger vor kurzem Jahr und sechster letzten Saison in der Bundesliga und hin und her und schieß mich tot und dann muss ich sagen, Eintracht muss dagegen halten, ja, gegen eine Zweitligamannschaft. Aber das ist halt Eintracht, das ist die Diva von Main und ich will in diesem Sinn auch keine Experimente sehen. Ich möchte keine, gerade morgen so auf einmal so, ja, ich habe eine Eingebung gehabt mitten in der Nacht, ich wollte eine neue taktische Formation ausprobieren und so. Nein, ich will so einen Quatsch nicht sehen, ja. Ich bin kein Freund der Viererketten, ja, aber wenn du das über jetzt 4-5 Wochen Vorbereitung nur einstudiert hast oder nur eingespielt hast oder was auch immer, dann ändert das nicht morgen, ja, das will ich damit sagen, ja, und boah, ich habe mich echt, man kann sich hier tot, ich habe die Aufstellung, wollte ich sagen, habe ich mal reingezogen, von jeglichen Transfermarkt-Usern und sonstige Aufstellungen und tatsächlich voraussichtliche Aufstellungen, die ich im Netz gefunden habe und so weiter. Ey, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Wie gesagt, ich bin kein Freund der Viererkette, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nicht die Viererkette aufbieten wird, ja. Und deswegen muss ich hinten jetzt einfach mal sagen, Trapp. Ich würde auch lieber mit Dreierkette aufstellen, aber ey, da weiß ich nicht, ob inwiefern Amanda fit ist, um reingeworfen zu werden und Collins bereit, ja. Und ich habe gerade gesagt, ich möchte keine Experimente sehen morgen. Deswegen sagen wir mal Viererkette. Koch und Tuta sind da jetzt aktuell noch in der Innenverteidigung gesetzt. Ich denke, nächste Woche sieht das wahrscheinlich schon anders aus. Rechts ist Christensen wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gesetzt fürs Erste. Und links hat sich wohl Brown tatsächlich da, ja, in den Kader gespielt. Ja. Was heißt tatsächlich? Also ich meine, man könnte ja meinen, ich wäre dem negativ. Nein, ich finde es stark. Ich habe noch viel zu wenig gesehen von ihm. So. Nach vorne habe ich gesehen, hat er was drauf. Hinten muss ich noch schauen, ja, und da bin ich halt so gegen Braunschweig, wo ich ein intensives, körperbetontes Spiel erwarte von Darmstadt, habe ich so meinen, so, ob er da links jetzt gerade die optimale Wahl wäre, aber mir fällt doch keiner ein, den ich da jetzt hinstellen würde, ja. Nkunku wäre natürlich so jemand, aber den kann ich defensiv überhaupt nicht aufs Feld lassen. Offensiv feiere ich ihn extrem, defensiv möchte ich ihn nicht mehr sehen, ja, in irgendwelcher Verantwortung bei Eintracht Frankfurt. Deswegen lassen wir mal da Brown erstmal vorerst. Ja. In der Zentrale führt bei mir persönlich kein Weg dran vorbei, dass Skiri und Larsson spielen, sofern beide fit sind. Irgendwie wird Larsson bei unserem Trainer nicht mehr irgendwie so wirklich berücksichtigt, habe ich das Gefühl. Warum auch immer. Ja, es ist so ein Ding, der ist nicht so, dass du einfach nur spielen musst, um ihn mal teuer zu verkaufen. Nein, der ist auch einfach, das Geld, den Marktwert ist er wert. Und er wird die noch in die Höhe treiben, sofern er denn spielt, meiner Meinung nach. Aber irgendwie spielt er nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Und Skiri, habe ich das Gefühl, ist irgendwie gefühlt seit dem Winter nicht in Form. Ja, und das hat mich gegen Valencia, hat er mich nicht eines anderen vom Gegenteil überzeugt. Ja. Nichtsdestotrotz,
Sofern beide, ich kann ja nur davon ausgehen, dass die fit sind. Ey, das Ding hier, das ist, sorry, das kackt immer. Ich will ja davon ausgehen, dass die fit sind. Ja, und deswegen stelle ich sie jetzt auf. Habe aber auch schon gesehen, dass überall Götze da im zentralen Mittelfeld aufgestellt wird. Ja, ich will nichts sagen gegen Mario Götze so. Mario Götze ist immer noch ein guter, sehr, sehr starker Spieler. Ja, und sofern er denn will und motiviert ist, reichen ein, zwei geniale Momente und Pässe im Spiel und das führt zu Toren. Und das finde ich stark und habe kein Problem, wenn er spielt. Versteht mich nicht falsch. So. Ich finde nur und ich bin überzeugt, dass eine Zentrale bei Eintracht mit Skiri und Larsson echt eine tolle Sache ist. Skiri mit seiner Erfahrung und Larsson mit seinem Talent und seinen Fähigkeiten würde ich sehr, sehr stark feiern, wenn das so kommt. Ja. Dann haben wir vier Leute hinten, zwei im zentralen Mittelfeld, das sind schon sechs, mit Torwart sieben, also kann ich noch vier aufstellen. Und jetzt ist dann so, und das ist jetzt so eine Frage, ey, ich muss dazu natürlich auch sagen, ich hätte mich jetzt hier mit Braunschweig beschäftigen können, ja, aber dafür bezahlt mir YouTube viel zu wenig, als dass ich hier noch mehr Zeit investiere, als ich es eh schon tue, ja. Weiß ich nicht, wie Darmstadt spielt, aufstellt und so weiter. Ich denke mal, die werden kämpfen, wie die taktische Formation von denen ist, es mir egal, Eintracht Frankfurt muss in jedem Fall gewinnen, aber... Versteht ihr, wenn wir mit Viererkette spielen, ist hinten halt ein defensiver mehr als mit Dreierkette. Wie hätte ich anders aufgestellt? Jetzt habe ich halt schon vier hinten, zwei im zentralen Mittelfeld. Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir zum Tor kommen? Ja? Ich muss tanken, auch noch. Verdammt, alles auf einmal. Ja? Versteht ihr, wie hat Eintracht Frankfurt vor, sein Offensivkonzept vom Fußball zu verbessern? Denn das, was ich die, also das ist ja ein sehr großer Kritikpunkt, was wir in der letzten Saison zu häufig gesehen haben, nach vorne Armutszeugnis. Im Testspiel gegen Valencia, was ich über weite Strecken gesehen habe, Armutszeugnis. Habe keine Verbesserungen gesehen. Die Testspiele gegen Achtligamannschaften nehme ich nicht ernst. Das ist für mich eine Wundertüte und ich bin da sehr gespannt, wie das vonstatten gehen soll. Und jetzt ist halt die Frage, wie möchte ich zum Torerfolg kommen, ja? Und da ich ja leider schon eine Viererkette aufgestellt habe, weil ich mir einfach nur denke, Mann, ich präferiere nicht die Viererkette, ja? Gehe aber davon aus, dass es eine Viererkette sein wird. Also was macht, ist doch Quatsch, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Traumformation hier ausdenke, die 100% nichts mit der Realität zu tun haben wird. Deswegen versuche ich noch einigermaßen realitätsnah zu bleiben und versuche dann zu gucken, ey, wie kann man wirklich da zum Erfolg kommen, ja, und wenn wir von Viererkette ausgehen, dann die zwei Defensiven davor, jetzt kannst du dir überlegen, man, bleibt Skiri mehr so die Absicherung davor und du spielst dann mit Raute oder spielst du mit Außenspielern und ich habe auch so das Gefühl, dass Matanovic irgendwie die Nase vorn hat, ja, wobei ich, also, nicht falsch verstehen, ich finde das überragend, einen Matanovic gescoutet zu haben aus dem Nirvana der zweiten Liga bei St. Pauli irgendwo, wo wirklich niemand auf dem Zettel hatte. Dann ihn zu holen, es hat nicht funktioniert, auszuleihen, es hat nicht funktioniert und nochmal auszuleihen. Und so krass an ihn zu glauben und dann schießt er letztes Jahr in Karlsruhe, auch nicht bei einer Top-Mannschaft, nichts gegen Karlsruhe jetzt, aber auch nicht bei einem Aufstiegsaspiranten, schießt er da wirklich die Liga kurz und klein und hat definitiv sich mit seinen Leistungen, in den Konkurrenzkampf geschossen, um bei Eintracht Frankfurt Stammstürmer zu werden, ja. Definitiv, ja. Nur ich persönlich, und ich mag Matanovic sehr, aber ich bin einfach unnormal krass überzeugt von Kitty Cat und seinen Fähigkeiten, weil letzte Saison die ersten Male, wo er am Ball war, haben mir schon gereicht, um zu sehen, was ein krasser Spieler das ist. Dann hat er natürlich sehr lange gebraucht, um reinzukommen, aber dann der Endspurt der Saison, das war ein... wie sagt man, ein Trailer, eine Preview, ja, auf die nächste Saison, auf den Kinofilm, der von Kitty Cat dieses Jahr in die Kinos in Frankfurt kommen wird, ja, ich bin fest davon überzeugt, ja, nun denn, glaube ich aber tatsächlich, und ich wäre auch nicht traurig diesbezüglich, denn in der Zukunft möchte ich dann schon Kitty Cat, also Kitty Cat ist auch mein Tipp, sollte es Eintracht Frankfurt gebacken bekommen, ein gelungenes Offensivkonzept zu präsentieren, dass Kitty Cat unter die drei besten Torschützen der Liga kommt, ja. Und aber morgen denke ich, wenn wir mit Skiri und Larsson in der Zentrale spielen, dass wir über die Außen zum Torerfolg kommen sollten. Und das sieht für mich vor Nkunku und Ebimbe spielen zu lassen. Ebimbe einfach nur vor mir. Normalerweise sehe ich nicht Ebimbe als fit genug an, beziehungsweise nicht in Form. Fit ist er bestimmt, aber Form. Es ist irgendwie
zu viel Tag und Nacht. Ja, da muss noch irgendwie, also er muss mehr, also klar, durch Einsätze herangeführt werden an die Mannschaft. Aber das ist mir dann, wie gesagt, ich will keine Experimente sehen. Aber Knauf war jetzt krank oder verletzt die Tage. Und dadurch, dass ich sehr körperlich betonte Spieler war, dass Bimbe für mich dann einfach mit seiner Art und seiner Dynamik und seinen Körper werden reinsetzt und der Geschwindigkeit eine sehr gute Alternative, in Kunku genauso, die auf die Außen setzen. Ich meine, schnell sind die eh, ist wahrscheinlich zwei der schnellsten Spieler der Liga. Ja. Marmusch auf die 10, falsche 9, wie auch immer. Und Matanovic rein. Sorry, habe ich jetzt zu viele? Nee, das passt. Viererkette, die 2, dann die 4. Genau. In Kunku links, Ibimbe rechts. Marmusch, 10er, falsche 9, nennt es wie ihr es wollt. Und Matanovic dann in die Mitte. Und warum? Ich habe zwei Außenspieler, ja. Ich habe endlich jemanden, der Kopfbälle verwerten kann. Dann kann ich auch mit Zuspielen, also mit Flanken und Hereingaben arbeiten. Ja, wir hatten ja teilweise die Spieler dafür im Zentrum, aber dann kein Kostic mehr. Dann hatten wir, als wir Kostic hatten, hatten wir aber keine Stürmer dafür im Zentrum und so weiter. Crazy, was bei Eintracht ablief so. Aber jetzt haben wir einen Matanovic vorne drin. Ich fahre übrigens die ganze Zeit nur Kreise hier, weil ich den Parkplatz suche. So, und so würde ich spielen. Ja? Natürlich sollte das auch das Ziel sein von Eintracht Frankfurt, nicht einfach nur irgendwie die nächste Runde zu erreichen, das habe ich ausgegeben so, aber das Realziel sollte sein, mit dieser Formation frühzeitig, in der ersten Halbzeit schon, ein, zwei Dinger reinzumachen, sodass man guten Gewissens in der zweiten Halbzeit wechseln kann. Wir haben eine dreifach belastende Saison vor uns, eine lange Saison vor uns, also ich plane eine lange Saison mit dreifach Belastung für uns, ja, und dann Matanovic auswechseln, in Kunku rein, Marmusch auswechseln, Uzun rein, Ibimbe raus, Knauf rein. Also wir haben so gute Optionen, teilweise mehr oder weniger fast jede Position zweimal sehr gut im Kader vorhanden. War jetzt kein Satz, aber ich bin ein bisschen... Ich bin nicht multitaskingfähig. Es ist sowieso schon ein Wunder, dass ich noch nie gegen Baum gefahren bin, während ich so ein Video mache. Und ich bleib jetzt einfach hier irgendwie stehen. Und ja, sorry, dass ich gerade ein bisschen abgelenkt war, aber das passt schon irgendwie so mehr oder weniger. Boah. Ja, das ist so meine Aufstellung jetzt. Ihr habt es mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es morgen anders aussehen wird. Shaibi ist ja auch noch da und so weiter. Aber Shaibi hat mich nicht auf links überzeugt. Shaibi hat nicht die Geschwindigkeit, um auf links irgendwie Akzente zu setzen. Er ist fußballerisch ein Superspieler und seine Standards sowieso sehr stark und alles, ja. Definitiv auch ein Einwechselkandidat, um dann halt irgendwie dann mal Larsson dann vielleicht zu entlasten oder wie auch immer. Aber Larsson kann übrigens dann auch auf die 8 gehen und super sich nach vorne einschalten, ja. Super Pässe in die Mitte spielen und so weiter. Das freut mich ja, dass wir so viele Alternativen haben. Ja, hinten haben wir gerade keine Alternativen, so wirklich. Ich meine, Amanda muss auch eingewechselt werden und so weiter. Sofern wir hoffentlich dann irgendwann in der 70. Minute 3-0 führen oder sowas, dann kannst du auch ihn bringen und der muss ja herangeführt werden, ja. Mir braucht keiner erzählen, dass es ein Wackelkandidat ist oder dass es keiner für die erste Mannschaft ist, denn der galt als einer der besten Verteidiger in der Schweiz, ist Schweizer Nationalspieler. Also bitte, wo kommen wir hier an? Ja, genauso, wenn Leute hier kritisieren, dass wir jetzt einen belgischen Nationalspieler, Verteidiger geholt haben, ja. Belgien war grauenhaft in der EM, ja, aber die komplette Mannschaft. Guck dir Lukaku an, der 24.000 Mal das Tor nicht getroffen hat, wo ich davon einfach mindestens einen gemacht hätte. Ja, hat er keinen gemacht. Er hat da irgendwas gemacht, aber er hat da wirklich Chancen vergeben, wo meine Tipico-Scheine geblutet haben danach wegen ihm. Ja, nur wegen ihm, teilweise wirklich wegen ihm. Lukaku eigentlich, haben wir noch eine Rechnung offen, ja. So, nichtsdestotrotz, das war jetzt das Video zum Braunschweig-Spiel. Denkt an das Braunschweig-Bundesliga Tippspiel. Link ist unter dem Video hier. Meldet euch an, das macht sehr viel Spaß. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel. Wie ist eure Aufstellung? Was sagt ihr zur Taktik? Wie seht ihr das? Viererkette, Dreierkette, Fünferkette, 4-4-2, was? 4-2-3-1. Was ist euer bevorzugtes System? Und dann können wir sehr gerne, ich werde das Video jetzt umgehend hochladen, sehr gerne im Verlauf des Tages darüber diskutieren. Ich versuche ja wie immer
so viel es geht, jedem zu antworten. Ich bin ja immer dann am Machen und Tun. Und dann sehe ich ja hin und wieder bei YouTube, was abgeht, dann melde ich mich. Ja? In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao, alles wird gut. Und ey, ich weiß, viele Leute zweifeln, aber Banner TV ist zurück. Ja, und es wird besser denn je. Ja? Es wird bald doch wärmer denn je. Ja, seid gespannt. In dem Sinne, haut rein, ciao, ciao. Wo muss ich drücken? Da.